Ich glaube, ein langer Prozesstag. Wir beginnen um halb neun mit einem russischen Zeugen, der den Kronzeugen Thomas Schmidt beschädigen soll. Um 10.30 Uhr wird Thomas Schmidt selber zugeschaltet und dann geht ein langes Prozedere los von Verlesung von Protokollen, Plädoyers und wahrscheinlich auch ein Schlusswort von Sebastian Kurz und seinem Mitangeklagten Bernhard Bonelli. Also ich fürchte, es wird sich ein bisschen in den Nachmittag ziehen und ein an Höhepunkt nicht armer Prozess wird dann heute vermutlich zu Ende gehen, aber genau weiß man das vor Gericht natürlich nie. Das, was sich jetzt viele fragen, dazu gibt es auch eine Radio Austria Umfrage. Wie wird es denn ausgehen? Wird denn Sebastian Kurz tatsächlich bestraft werden oder wird es doch eher ein Freispruch? Da gehen bei dieser Umfrage von Radio Austria tatsächlich über 70% davon aus, dass Sebastian Kurz heute freigesprochen wird. Wie siehst du das? Naja, das kann man nicht sagen. Also vom Prozessverlauf her hat sich der Richter nicht in die Karten blicken lassen. Ich würde ihn sogar Mr. Pokerface nennen. Er hat sich niemals in irgendeiner Form geäußert, in welche Richtung das geht. Er ist mit der Staatsanwaltschaft genauso hart umgesprungen wie mit der Verteidigung. Er hat Sebastian Kurz einmal versetzt im Saal, weil der geschwätzt hat mit seinem Mitangeklagten. Also ein sehr strenger, aber sehr formal korrekter Richter. Und wir haben natürlich unter den Kollegen ein bisschen geredet. Ich würde sagen, die Mehrzahl folgt dieser Umfrage. Die sagen, naja, er wird möglicherweise freigesprochen wegen Aussagenotstand. Das würde bedeuten, dass Sebastian Kurz vor dem Ibiza-Urschuss tatsächlich nicht die Wahrheit gesagt hätte, aber halt Gründe dafür ins Treffen führen kann. Und der Hauptgrund wäre, dass er Angst vor Verfolgung gehabt haben soll. Das ist etwas, was Kurz dauernd gesagt hat. Er hat faktisch nach jeder Zeugeneinvernahme hat er sich zu Wort gemeldet und betont, wie brutal und wie gemein die Oppositionsparteien da gewesen seien und wie große Angst er gehabt haben soll. Das würde aber eigentlich bedingen, dass er zugibt, dass er die Unwahrheit gesagt hat, und das tut er ja auch wieder nicht. Er sagt ja, dass er korrekt ausgesagt hat, also diesen Widerspruch müsste der Richter etwas auflösen. Aber natürlich die Mehrzahl hier folgt unserer Umfrage und rechnet mit einem Freispruch. Schließende Frage vielleicht noch. Es geht immerhin um 3 Jahre für Falschaussage. Er ist unbescholten, das heißt, dieses Strafmaß wird er auf gar keinen Fall ausfassen. Er wäre dann aber vorbestraft und das hieße ja auch etwas für folgende Prozesse. Die WKStA hat ja da scheinbar noch einiges in der Pipeline. Ja, das ist, glaube ich, sein Hauptproblem. Er wäre vorbestraft, aber man muss dazu sagen, die 3 Jahre werden nie und nimmer ausgeschöpft. Sebastian Kurz ist unbescholten. Also wenn er verurteilt werden sollte, wovon viele hier nicht ausgehen, dann wird das eine Bewährungsstrafe werden. Er wird auf keinen Fall ins Gefängnis müssen. Da gibt es dann noch die Notbremse, dass er sicher eine Fußfessel bekäme, selbst wenn er zu unbedingt da verurteilt würde. Aber damit ist nie wirklich nicht zu rechnen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Vielen Dank, Günther. Und wir sitzen hier tatsächlich an den wichtigsten Punkten. Das hinter uns hier ist der Eingang von der Straße. Also hier würde dann Sebastian Kurz und auch Bernhard Bonelli vorbeikommen. Und hinter dieser Tür, also im Vorraum zum großen Schwurgerichtssaal, da drängen sich momentan die Medien an. Die 200 Leute sind generell gekommen. Deswegen ist Günther Schröder auch sehr besorgt, dass er noch einen guten Platz drinnen im Gerichtssaal überhaupt bekommt. Und alle anderen, die drängen sich an der Absperrung und warten darauf, dass die Angeklagten vorbeigehen und vielleicht auch noch ein Statement abgeben.